Die Gruppenphase der Siedler 4 Weltmeisterschaft 2021 ist nun vorbei. 32 Gruppensieger wurden ermittelt, die in den nächsten Monaten um den Weltmeistertitel spielen werden. Aber auch für mich war die Teilnahme eine interessante Erfahrung, die mein Verständnis des Spiels etwas erweitert hat. Jetzt, wo die Playoffs anstehen, möchte ich die Gruppenphase reflektieren, einige Eindrücke besprechen, die ich in den letzten Monaten gewonnen habe, und meine Prognose für den weiteren Verlauf der WM und die Entwicklung des Spiels nach der WM geben. Für die Gruppenphase wurde eine eigene Karte erstellt, die den Namen The Woods trägt. Hinter dieser Karte steckt niemand Geringeres als Slanger, den viele von euch vielleicht durch Karten wie Defeat the Waves und Defeat the King kennen. The Woods bietet einige speziell für die WM konzipierte Features, darunter die Peacetime-Mauern und Spectator-Plätze für die diversen Streamer, die die WM-Spiele übertragen und kommentiert haben. The Woods hatte aber auch einige globale und völkerspezifische Startboosts, die zusammen mit einigen Map-Design-Entscheidungen das Ziel hatten, insbesondere die Wikinger und Trojaner an die anderen Völker anzugleichen, damit wir nicht nur Maya-Mirror-Matches zu sehen bekommen. Aber hat das funktioniert? Meine Schlussfolgerung steht effektiv bereits fest, aber ich kann mich trotzdem auf einige Daten stützen. Ich habe nicht die Daten aller über 400 Spiele, die für die WM auf dieser Karte ausgetragen wurden, aber immerhin die Endstatis von 253 Spielen ausgewertet. So eine große Probe, noch dazu auf einer Karte, gab es wahrscheinlich für dieses Spiel noch nie. Schauen wir uns zunächst die Völkerverteilung an. In einem halbwegs ordentlich balancierten Spiel würden wir bei 4 Völkern erwarten, dass sich jedes etwa im Bereich 25% bewegt. Auf einer statischen Karte wie The Woods kristallisiert sich natürlich irgendwann heraus, dass manche Völker auf ihr bessere Ergebnisse liefern. Gleichzeitig würde ich aber auch davon ausgehen, dass ein Spieler nicht unbedingt von seinem bevorzugten Volk abweicht, nur weil eine Karte es nicht zu 100% begünstigt. In der Praxis sieht es hier aber leider völlig anders aus. In unseren 253 Spielen wurde insgesamt 506 Mal ein Volk ausgewählt und davon fielen 370 Mal die Würfel auf die Römer. Die Wikinger und Trojaner folgten jeweils 68 und 48, während die Mayas nur 20 Mal gespielt wurden. Nun ist die Beliebtheit eines Volkes allein noch kein Indikator. Die Römer sind gute Allrounder, die aufgrund ihrer fehlenden Spezialisierung nicht so anfällig für die Probleme sind, die sich für die Wikinger und Mayas oft ergeben. Mit den Römern ist man eigentlich immer ziemlich safe, nur sollte man mit ihnen in der Theorie auf den meisten Karten nicht das Optimum rausholen können. Dieser Titel fällt normalerweise den Mayas zu. Für unsere Betrachtung sollten wir uns aber auch die Gewinnraten der einzelnen Völker ansehen. Hier muss ich aber sagen, dass die Datenlage bei weitem nicht so gut ist, da wir alle Mirror-Matches ausklammern müssen. Von unseren 253 Spielen waren 144 Mirror-Matches, damit bleiben also 109. Nun sind die 4 Völker an diesem Spiel natürlich nicht gleichmäßig vertreten, aber wir können uns ansehen, wie viele der Spiele, an denen sie beteiligt waren, gewonnen wurden. Hier führen tatsächlich Trojaner mit einer Gewinnrate von 61,3%, dicht gefolgt von den Römern, die in 58,8% ihrer Spiele als Sieger hervorgingen. Die Wikinger gewannen 42,9% ihrer Spiele, während die sonst so starken Mayas nur genau 33,3% gewannen. Die Kombination Römer-Wikinger war mit Abstand die häufigste, während wir in meiner Probe kein einziges Spiel zwischen Wikingern und Mayas hatten. Was die Mirror-Matches angeht, sagen wir es so, es war einfacher zu zählen, welche dieser Spiele keine reinen Römer-Runden waren. Von 146 gab es nur 10, die hier vom Trend abwichen. 6-mal Wikinger, 3-mal Trojaner und 1-mal Mayas. Die Römer dominieren hier mit über 93% der Spiele, viel deutlicher wird es nicht mehr. Reine Maya-Runden wurden in der Tat verhindert, stattdessen bekamen wir das gleiche in Grün. Und rückwirkend betrachtet konnte es auch nicht anders laufen. Bevor wir zur Prognose kommen, können wir uns auch kurz die Matchlängen ansehen. Hier habe ich für die einzelnen Spiele auf halbe Minuten gerundet, aber wir müssen auch beachten, dass die Zeit auch nach einem Sieg weiterläuft. Wir haben nur die Zeit, zu der der Spieler, der die Statistik gepostet hat, das Spiel verlassen hat. Im Durchschnitt dauerten unsere 253 Spiele etwa 61 Minuten und 20 Sekunden. Das längste, was ich gesehen habe, dauerte 2 Stunden und 10 Minuten. Kommen wir also zu meiner Prognose und dem Teil, der einigen von euch sicher nicht gefallen wird. In den Playoffs wird auf HG-HG-Karten weitergespielt, die nach bestimmten Kriterien ausgesucht und mit Spectator-Plätzen sowie einem entsprechenden Skript ausgestattet wurden. Ich selbst habe ebenfalls einige solcher Karten beigesteuert. Leider glaube ich, dass die Spieler hier wieder in gewohnte Muster zurückfallen werden und deshalb werden Römer und Mayas wahrscheinlich dominieren. Ich selber setze meine Wette auf ein Verhältnis 30 zu 70, ihr könnt ja eure eigenen Tipps mal in den Topf werfen. Selbst die Spieler, die aus Prinzip Wikinger oder Trojaner spielen und es damit in die Playoffs geschafft haben, müssen sich das jetzt wirklich überlegen. Sie sind jetzt definitiv unter ebenbürtigen Konkurrenten auf Karten, die diese Völker nicht begünstigen. In dieser Zeit habe ich viele Diskussionen beobachten können über verschiedene Themen. Kohlefix ja, nein, Peacetime ja, nein, wie viel, wie groß sollen die Karten sein, wie viel Stein soll es geben, wie viele Türme soll man bauen dürfen, wie lang sollte ein Match dauern und noch einiges mehr in diese Richtung. Das sind auch durchaus Diskussionen, die man führen kann, nur leider führen alle diese Diskussionen an den eigentlichen Problemen vorbei. Kurz zusammengefasst, die Völker im Spiel heben sich nicht genug voneinander ab. Die Dinge, in denen sich die Völker unterscheiden, erweisen sich im kompetitiven Setting als irrelevant. Effektiv bleibt nur die Baukostenverteilung und hier sind die Mayas schlicht und ergreifend begünstigt, weil man Stein schneller und einfacher bekommt als Holz.
Die Römer sind am nächsten dran und sind daher die sichere Wahl, wenn man nicht weiß, ob die Karte genug Stein für die Mayas haben wird. Trojaner sind effektiv Römer, aber schlechter, und die Wikinger haben einfach ein schwaches Early Game im Vergleich, was okay wäre, wenn sie im Late Game dafür etwas zu bieten hätten, was die anderen Völker nicht haben. Ein weiteres Problem: Es gibt sehr wenig, was man am Map-Design tun kann, um ein Volk zu begünstigen. Effektiv geht es hier um die Entscheidung, wie viel Stein es auf der Karte gibt, ob es natürliche Wüsten gibt und ob die Spieler garantiert Zugang zu Blumenwiesen und geeigneten Hügeln haben. Bis auf die Steinvorkommen betrifft all das die Mana-Produktion der einzelnen Völker, und insbesondere in einer Post-Kohle-Fix-Meta ist Mana einfach nicht attraktiv. Selbst wenn es einzelne starke Zauber gibt, ist keiner davon es wirklich wert, eine eigene Produktion dafür aufzubauen, insbesondere weil das Spiel die übermäßige Nutzung eines Zaubers durch seine steigenden Kosten bestraft. Der Mana-Aufbau der Trojaner hat zwar auf The Woods gut funktioniert, aber das liegt auch an ihrer Natur als Metzelkarte. Auf einer HG-HG könnt ihr die Minen nicht so platzieren, dass der Köstlichkeitenzauber eure Siedlung tragen könnte. Darüber hinaus kann man effektiv nur über das Map-Skript ein Volk gezielt begünstigen. Theoretisch könnte man noch Rohstofflager erstellen, die von Sumpf umgeben und so nur für einen römischen Priester zugänglich sind, aber die Römer sind die allerletzten, die sowas brauchen. Bei erhöhten Startvorgaben oder ähnlichem besteht wiederum schnell die Gefahr, überzukompensieren. Die Startboosts der Wikinger sollten ursprünglich höher sein, das hätte The Woods aber wahrscheinlich zu einer Wikinger-dominierten Karte gemacht, was auch nicht Zweck der Sache sein kann. Letztendlich behandeln diese kartenbasierten Boosts auch nur einen Teil der Symptome, aber nicht die Ursachen. Gutes Beispiel sind die Trojaner. Die höheren Startvorgaben gleichen die höheren Baukosten zumindest am Anfang auf dem Papier aus. Die höheren Baukosten führen aber auch zu proportional längeren Bauzeiten. Die Trojaner brauchen für ihre Gebäude immer noch mehr Träger und ihre Bauarbeiter sind länger beschäftigt. Und die Trojaner haben nichts, was das rechtfertigen würde. Aber selbst wenn man das perfekt hinbekäme, hätte man dann auch nur auf dieser einen Karte gleichwertige Bedingungen geschaffen. Das ist nur ein Beispiel, aber ich denke, folgende Frage macht das Problem sehr deutlich. Was können die Wikinger und Trojaner, was die Römer und Mayas nicht auch und sogar besser können? Keines dieser Völker ist es wert, dass man nur für eine Map lernt, es zu spielen. Zieht aus dieser Wertung meinerseits aber auf keinen Fall die falschen Schlüsse. So sehr ich auch glauben wollte, dass The Woods zumindest für die Gruppenphase eine ausgewogene Völkerwahl gewährleisten würde, liegt die Schuld hier weder bei Slanger noch beim Turnierteam. Im Gegenteil, die hatten für die WM eine absolut beschissene und aus meiner Sicht praktisch unmögliche Aufgabe. Irgendwie das kaputte Balancing des Spiels in einen fairen und gleichzeitig spannenden Wettbewerb zu stricken, ohne das Spiel selbst zu verändern oder große Teile der Teilnehmer zu offenden. Anders als der Community-Patch hat die Enhanced Edition bisher bewusst auf Änderungen an der Spielbalance verzichtet. Und angesichts der Tatsache, dass der Kohlefix, von dem meines Wissens nach sowohl die Enhanced Edition als auch der Community-Patch-Varianten verwenden, umstrittener war, als er jedes Recht hatte zu sein, kann man das den Organisatoren nicht negativ auslegen. Es gab tatsächlich Spieler, die bereit waren, ihre Teilnahme an der WM wegen des Kohlefixes zurückzuziehen, weshalb er in den Playoffs nun optional ist. Meine Meinung dazu ist kein Geheimnis. Wenn ihr meint, dass euch der Kohlefix ein Spiel kosten wird, das ihr sonst gewonnen hättet, dann seid ihr nicht so gut in dem Spiel, wie ihr behauptet. Und erst recht kein Weltmeistermaterial. Es gibt in einem Duell-Setting nur 4 Konstellationen, die durch den Kohlefix entstehen können, und keine davon ändert den Ausgang des Spiels. Da die Enhanced Edition aber praktisch zur WM erschien, gab es auch gar nicht die Zeit, Änderungen an der Spielbalance zu erproben und den interessierten Spielern die Möglichkeit zu geben, sich an diese zu gewöhnen. Hier würde ich mindestens 3, wenn nicht sogar 6 Monate einräumen wollen. Das Spiel hat sich in den letzten 20 Jahren praktisch nicht verändert und viele Veteranen haben über diesen Zeitraum ihre Spielweise optimiert. Dass man da Änderungen skeptisch gegenübersteht, kann ich nachvollziehen. Solche Änderungen könnten noch nicht erzwungen werden. Natürlich kann jeder, der ein Turnier organisiert, die Regeln festlegen, aber ein Turnier steht und fällt damit, dass alle Teilnehmer mit diesen Regeln leben können. Gleichzeitig bin ich aber auch von einer Sache fest überzeugt. Das Spiel wird sich nach der WM verändern müssen, wenn es für mehr als unsere kleine Nische an Spielern relevant und vor allem langfristig spannend sein soll. Ob und welches neue Regelwerk sich durchsetzen wird, kann die Community nur als Ganzes entscheiden. Und wir müssen uns als Community von diesen ganzen Grabenkämpfen um PTs, Kartengrößen oder wie viele Türme man bauen darf, lösen. Das sind alles Themen, die locker ein eigenes Video füllen würden, aber der Fokus ist der falsche. Es reicht nicht, dass das Spiel auf einer Kartengröße vielleicht fair ist, es muss auf allen fair sein. Wenn das nicht gewährleistet ist, ist das Problem viel grundlegender, als einige Spieler bereit sind, es zuzugeben. Und wenn das Spiel nach einer Stunde nicht mehr spannend zu spielen bzw. spannend anzusehen ist, sollten nicht kürzere Spiele das Ziel sein, sondern Spiele, die auch nach dieser Zeit noch spannend bleiben. Dazu gehört auch, dass die beteiligten Völker und Strategien nicht derart vorhersehbar sein und nicht 90%+ aller Spiele in einer Bogenschützen-Materialschlacht enden dürfen. Gerade nach der PT fliegt Strategie in diesem Spiel praktisch aus dem Fenster, auch wenn durchaus noch Taktik gefragt ist. Und ja, das ist ein Unterschied. Die Taktiken unterscheiden sich, aber die Strategien sind praktisch immer die gleichen. Man kann dem Spiel nicht unterstellen, dass es keinen Skill erfordern würde. Gerade der Aufbauteil des Spiels ist sehr solide, aber man hat selten wirklich eine Wahl, was man tut, weil es immer eine klar überlegene Entscheidung gibt und die ist so ziemlich immer die gleiche. Schere, Stein, Papier, Exes, Bock ist sicher lustig.
bis alle immer Spock nehmen. Die Identitäten der vier Völker müssen deutlich gestärkt werden, sonst wird die Frage nach dem besten Volk immer eine reine Kartenfrage sein, die immer entweder mit Maya oder Römer beantwortet werden kann. Der Community Patch versucht sich seit seinem ursprünglichen Release an einer überarbeiteten Spielbalance. Die letzten Patch Notes, die ich gesehen habe, waren meines Wissens nach stark veraltet und wenn sie in irgendeiner Weise aussagekräftig sind, wäre ich mit dem meisten, was dort geändert wurde, definitiv nicht einverstanden. Was ich aber der Community Patch Community, Tautologie des Jahres, fairerweise anrechnen muss, ist, dass sie zumindest, soweit ich das beurteilen kann, gegenüber solchen Änderungen offen ist. Zumindest, soweit ich das mitkriege, als jemand, der in diesen Kreisen längst nicht mehr willkommen ist. Und was man auch sagen muss, ist, dass sowas praktisch eine Wissenschaft für sich ist. Es hat seinen Grund, dass aktiv unterstützte Spiele hier regelmäßig nachjustieren. Ein Spiel perfekt zu balancieren, ist der heilige Gral jedes Game Designers. Ich bleibe dabei, dass die WM kein Zeitpunkt ist, um irgendwas in der Richtung öffentlich zu testen. Aber wer meine Aktivitäten verfolgt hat, weiß, dass ich hier nicht nur mit Kritik um mich werfe, ohne nach Lösungen zu suchen. Ich analysiere die Mechaniken des Spiels jetzt seit fast 16 Monaten. Unter die Haube schaue ich noch länger und dadurch habe ich inzwischen ein, wenn ich das so sagen darf, gutes Verständnis dafür entwickelt, wo die Problematiken liegen und wie die ganzen Spielelemente ineinander greifen. Und ich habe in letzter Zeit viele Experimente durchgeführt, um zu sehen, wie bestimmte Änderungen das Spiel beeinflussen würden. Meine Gedanken, wie man S4 zu einem spannenden und theoretisch sogar E-Sport-tauglichen Spiel machen könnte, sind dementsprechend schon sehr konkret. Fast alles von dem, was dazu nötig wäre, hat das Spiel bereits, es ist nur völlig unterentwickelt. Für ein paar Dinge werde ich technische Hilfe benötigen, aber ich glaube nicht, dass es daran scheitern würde. Sorgen macht mir wie gesagt mehr die Community als Ganzes, wobei ich hier nur sagen kann, dass das Valinor-Spiel sich nicht in Luft auflösen wird. Alles an neuen Regelwerken muss man sich aus überzeugen können, und nicht weniger als das strebe ich an. Aber im Moment glaube ich ohnehin nicht, dass es in naher Zukunft eine weitere WM geben wird. Jedenfalls kenne ich niemanden, der sich den Stress, die zu organisieren, freiwillig antun wird.